Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu Pokémon Rote Edition. Und ich schaue gerade, aber nein, diesmal hat mein Mikrofon sich nicht auf 100% gepegelt. Manchmal denkt man, warum? Warum? Einfach vorhin wieder bei Harvest Moon, einfach hochgepegelt. Ich muss es mitten in der Aufnahme runterbringen, was bei Harvest Moon natürlich funktioniert, was hier nicht funktioniert. Und wir werden nun diesen Typen hier verkloppen, den Koga. Let's go. Oder ich gehe auf die Fresse, mal schauen. Ein Kind fordert einen Ninja-Meister zum Kampf heraus. Wie du willst, erlebe eine Welt des Schreckens, bevor ich dich besiege. An meinen Schlaf- und Giftattacken sollst du verzweifeln. Oh nein. Ich liebe Musik. Hallo, Maron. 37. X-Angriff. Natürlich. Hätte ich jetzt Amnesie machen sollen. Aber das ist kein Two-Hit. Oh, what? Noch ein Angriff? Was willst du machen? Oh, ich weiß, was schon jetzt kommt. Oder auch nicht. Ich dachte, es kommt ein Finale. Einfach zu Galaxo wirklich wegzuknallen. Hat jetzt nicht so viel gebracht, dieser X-Angriff-Boost. Relativ verschwendet, die Scheiße. Na gut, da möchte ich Rihorn einsetzen, weil das ist ja speziell defensiv, dieses gute Slymog. Und es kann mein Rihorn eigentlich so gut wie gar nichts anhaben. Steinhagel! Ich liebe es einfach. Ich liebe es. Das war ein Volltreffer. Ja, nice. Jetzt, ich werde eh gleich vergiftet, das ist mir relativ bums. Was? Ich bin nicht vergiftet. Oh mein Gott. Und da fliegen die Steine. Blablabla. Nice. Und das war okay. Noch einmal. Oh Gott, jetzt bin ich vergiftet. Ist doch so kaum. Das ist das Einzige, womit er mir wirklich Schaden machen kann. Richtig. Kann halt wirklich kaum Schaden machen mit irgendwas. Und Slime noch weg. Und jetzt kommt noch Smogon. Da wechseln wir ganz kurz aus auf Raichu. Weil. Weil ich schon lange nicht mehr gekämpft habe. Ist ja auch nur 33. Gleich bemerkt. Donnerblitz! Schön brutzeln! Ich möchte nochmal erwähnen: So spielt man Pokémon. Nicht so wie die Game Grumps. So spielt man Pokémon. Mit Hirn und Verstand. Und jetzt geht's los. Jetzt habe ich verkackt. Oh ne, okay, alles gut. Auch Wolke ist schon eklig. Kein Omot? Kein Omot? Was? Ich hatte Omot in Erinnerung. Wo ist Omot? Na gut. Kein Omot. Seht ihr es gerade richtig? Vom Level her? 43? Oh oh, ich muss die Hunde einsetzen. Das wird wehtun. Au. Und ich werde ihm nicht so wehtun. Oh 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 oh. Du. Na doch, geht. Aquana ist. Das ist Toxin. Tompekek. Finde ich schön. War ein schöner Soundtrack. Tompekek. Das Gift schadet mir. Ja, aber es schadet mir jetzt weniger als vorher. Und somit ist Mokmok besiegt. Ah, jetzt habe ich gerade nochmal hingeguckt. Jetzt wurden. Ein, zwei Frames am Ende gefressen vom Surfer. Level 35 für Aquana. Yay. Du, wir haben gewonnen, Leute. Das war nach 4 Minuten. Das war jetzt 4 Minuten, wow. Sag ich sowas, du bist ein würdiger Kämpfer. Ich reiche dir den Seelenorden. Fun Fact: Der Seelenorden ist in der falschen Arena gelandet. Nun, da du Träger des Seelenordens bist, wird die Abwehr deiner Pokémon steigen. Ferner kannst du Surfer nun auch außerhalb von Kämpfen nutzen. Bitte nimm auch dieses Geschenk. Yay! Toxin! Der ist Toxin! Es ist eine mehr als 400 Jahre alte Technik. Was ich sehr toll finde an der Tatsache, dass es so eine lange, also 400 Jahre eine Technik ist. Es ist halt wirklich seit Generation 1, wie ihr seht, immer dieselbe TM gewesen, die Toxin ist. Es hat sich nie was geändert. Ja, 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 ja. Bin ja schon auf. Ja. Ist ja jetzt gut. Ist ja echt jetzt gut.
Hi, meine Pokémon. Du, du, die Lady, du, Lady. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gehen wieder Team Rocket verprügeln. Yay! Let's go! Übrigens, ich hab nachgeguckt. Gihon entwickelt sich erst auf 42. Und wisst ihr, was das heißt? Wir trainieren jetzt ganz normal alle unsere Pokémon weiter. Jetzt habe ich komplett unnötig hin und her getauscht. Weil ich muss jetzt die beiden auch nochmal aus. Hä, was mache ich denn hier? So. 38, 35, 34, 34, 33. Ja, okay. Wir leveln jetzt hinterher. Also Glurak hinterher. Aber halt! Nicht verzagen, Hans mal fragen. Ich darf nicht vergessen. Hier ist noch der Typ hier. Max gibt mir Wörter, die Gott voll macht, so. Der Wärter setzt das Gewiss ein. Danke, Junge. Niemand hat auch nur ein Wort von mir verstanden. So konnte ich nicht arbeiten. Nimm das hier für deine Mühen. Dankeschön. Kann das jetzt jemand lernen schon? Also, ich schätze mal, es kann Relaxo lernen. Und Rihorn und Lurak Relaxo. Damit Relaxo endlich mal eine vierte Attacke hat. Also ein Lebenssinn so gesehen. Du bist stark, um den Felsen zu. Ja, ich hab doch. Ach so. Ah. Musste man ja früher selber von Hand benutzen. So, jetzt gehen wir nochmal ganz fix. Wir fliegen jetzt ganz fix. Das war Fronia City, da waren wir ja schon. Und hallo, du. Ich muss mal ganz kurz an meinen PC ran. Jetzt geht doch mal weg. Lasst mich mal hier ran. Item ablegen. Also, wo fangen wir an? V03. Weg. Dass es immer nach oben springen muss, ist ätzend ohne Ende. Weg. Stärke. Weg. Nur vor allem nur eins, dass ich drin war. Irgendwann brauche ich zur Schneider und dann habe ich es dabei. Muss nicht extra holen. Ja, bräuchte ich es jetzt? Komm mal. Ja. Vielleicht. Passt. Alles gut so. Okay, let's go. Let's go. Und geht. Weil. Er hält ein Nickerchen. Hat das der Protagonist? Das frage ich mich seit Jahren. Sagt das der Protagonist? Also sagen wir das? Oder wer sagt das? Und warum sagt er das? Also die Person das? Warum? Wer sagt das? Wo kommt das her? Wer hat das selber gesagt? Hat er es im Schlaf gesagt? Über sich selber gesprochen oder was? Hallo. Oh yeah, hey Kleiner, was machst du hier? Hier dürfen wir wieder ganz viele Rock. Und das ist, also, ihr habt das in Prismania City mitbekommen. Der Spielhalle. Das war okay. Aber hier ist es, glaube ich, dreimal so groß. Und hat ein Golbat. 25. Level. Level-Unterschied ist halt einfach so. Okay, warum auch nicht, ne? Der Kampf wird einfach wieder Jahre dauern, weil er 425 Pokémon hat, der Typ. Der Typ, ey. Der Typ. Ich glaube, auf 34 lernt Ibitak eh wieder was Neues und darauf freue ich mich so sehr. Werd jetzt 34, go. Danke. Lernst du jetzt was? Danke. Ja. Dankeschön. Ich hab Bohrschnabel. Zu. Problem ist, ich muss halt auch Raichu auf 34 kriegen. Und dann kann ich gleich mit Ibitak noch weiterkämpfen. Wenn jetzt Raichu in diesem Kampf 34 wird, alles gut. Es reicht ein Donnerschock. Oh yeah. Ja, ich habe mich mal ganz kurz umgesetzt. Entschuldigung. Entschuldigung.
Schätzelein. La 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 la. Es ist viel zu früh auf dem Tacho. Eigentlich will ich wieder in mein Bett gehen. Oh yeah, ein Radikal. Das könnte Erfahrungspunkte geben. Gute. Ja, sollte gute Erfahrungspunkte geben. Da na na na. Yeah. Du. Das war One Hit. Nice. Ich bin nicht der Meinung, dass. Wenn jetzt Reitschuss dann Level Up für den Zubak kriegt, okay, dann alles gut. Glaube ich nicht. Sage ja. Ich bin ein Versager. Oh nein. Du hast mich Zeit gekostet, meines Let's Plays. Das ist böse. Und damit hast du deinen Job nicht verkackt, denn du bist ein böser, böser Mensch. Also kein Versager, nur ein Arsch. Dumm Arsch. Ein wirklich blöder dumm Arsch. Oh, das ist, ich dachte, das sieht mich nicht. Okay. Aber da ist kein Zutritt. Übrigens, hier sind die Teleporter und das wird wieder sehr lustig, bis ich mich zurechtfinde. Du Verstand möchte kämpfen. Setz Magnetilo ein. Magnetilo. Mal schauen, wie viel Schaden das macht. Okay, das war Volltreffer. Ultraschall, es wird ein Junge. Na gut, dann werden wir einfach jetzt austauschen. Ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit Donnerblitz hier verschwenden gegen dieses Magnetilo. Ah, oh, Volteball, das geht klar, alles gut. Wobei, Magnetilo geht genauso gut klar. Ich bin so schlau, das ist hier kein Stahl-Pokémon in der Generation. Das war ein Volltreffer, oh mein Gott, 7 Schaden, oh mein Gott, wieso... Wie falsch wurde denn da gerechnet? Warte mal. Na gut. Du, das war mal Voltoball. Und ein Level Up für Raichu. Merci dir. Ein Magneton. Okay, da wechsle ich gerne aus. 34. Boah, Alter, das Downcheck gerade. Mega übertrieben. Stampfer. Ja gut, Magneton, ja gut. Ja, das macht schon eher Schaden. Komm mal nochmal Donnerschlag. Versuch's, gib dein Bestes. Du kannst dir Gestein-Pokémon damit schaden. Gut, dass ich ein Zwei-Typ. Ja, sehr gut. Gib niemals auf. Glaub an deine Träume. Und glaub daran, dass du auch mal ein Boden-Pokémon mit Elektrostrom angreifen kannst. Ich weiß, Elektrostrom. Nicht schlecht, Herr Specht. Das war so schön von dir gesagt. Du hast es so schön gesagt. Du hast es so schön gesagt. Wir packen mal Rio nach vorne. Ich werde sehr viel Platz in meinem Rucksack brauchen. Hallo, was stehst du eigentlich zwischen dem Buffet? Hey, du hast hier nicht verloren. Doch, ich habe meine Würde verloren. Weil ich durch euer Haus laufe. Ergibt keinerlei Sinn. Keinen. Null. Alle drüber so. Boden-Pokémon. Zerstampfen. Du hältst zu viel aus. Oh nein. Jetzt wird's gefährlich. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Wenn er jetzt mit einer Knochenkeule oder sowas kommt. Dann tut er sogar Rion mit dem Silberblick drin. Au. Und Zubat, alles easy. Ein Zubat ist super zum Wegstecken. Boah, 4 Schaden mit dem Silberblick ist schon fast gut. Einfach zertreten gerade, komplett drauf und dann so am Boden noch zertreten wie eine Zigarette. Das ist verloren. Ja. Ich stelle mir jetzt gerade richtig, also Pokémon FSK 18 wäre schon irgendwo interessant, muss ich sagen. Würde mir schon irgendwo gefallen, aber irgendwie würde mir dann auch die Niedlichkeit von dem Spiel verloren gehen. Aber trotzdem, irgendwo würde es mir auch gefallen, muss ich ehrlich zugeben. Also FSK 18 Pokémon wäre schon... Hi. Ich bin einer der vier berüchtigten
Brockelbrüder, okay. Nummer 1 haben wir schon. Ich wollte gerade echt eh die Typen ansprechen. Eigentlich mal sagen, hier hüpfen ja die 4 Brockelbrüder rum. Da haben wir Nummer 1. Hallo. Mit Smogmog. Ich finde es so schön, dass das so schwache Smogmog sind. So 28, wahrscheinlich auch irgendwo noch 25 oder sowas. Die geben einfach viele Erfahrungspunkte, sind einfach einfach zu besiegen. Auch wenn die mich gleich wieder vergiften, weil anders können sie mir keinen Schaden machen, wirklich. Warum sind die alle schneller? Hört doch auf! Warum ist Smogmog wirklich so schnell? Ist Smogmog wirklich so ein schnelles Pokémon? Habe ich da was verpasst? Smogmog jetzt schön auf Init TVs trainieren. EVs, DVs auf Init, oder was? Ah, Goldbird! Goldbird! Dinkelberg! Mir fehlt irgendwie bei Rihorn noch so eine Attacke, die halt wirklich reinhaut. Problem ist, Rihorn, selber Fall wie Mankey, lernt keine Kampfattacke, also keine Bodenattacke. Lösung. Ich finde in dem Haus hier Erdbeben. Lösung erkannt. Lösung, Problem erkannt. Problem gebannt. Könnte einfach Erdbeben. Ich hätte gerade Verwirrung selber auf die Schnauze gehauen. Langsam ist. Okay, weißt du? Jetzt kommt das hier zum Einsatz. Ich kann davon 1000 später kaufen. 1000. Also jetzt nicht denken, er verschwendet alles. Hätte das jetzt getroffen, hätte ich geweint. Oh Gott, meine Ohren. Ist nicht mehr verwirrt. Was? Das zählt nicht mehr. Top Genesung zählt in der Generation nicht mehr für Verwirrung? Ehrlich? Krass. Hätte ich nicht gedacht. Der 35. Routenschlag. Ja gut. Ein Smogon, das darf unser Freund Raichu machen. Raichu! Donnerblitz! Tja. Das war's. Mit Smogon. Schmogon. Ups, Brüder, ich hab versagt. Und ich würde mal sagen, weil der Lappen hier versagt hat, laufen wir um ihn rum und beenden die Folge nun. Ich kann nicht um Leute rumlaufen, ehrlich. Jetzt halt. Und wir sagen Dankeschön fürs Zuschauen. Oh, wow. Kaum rede ich wieder. Nee. Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Und das heißt, Pokémon Rote Edition. Bis dahin und Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Schau nach unten. Schau nach unten. Und dann. So eine Sau.